Guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Es ist sehr viel über Religion und Glauben geredet worden in den letzten Jahren. Aus Angst wegen dem 11. September, aus Achtung für die beiden Päpste. Ein Boom der Religionen, sagen Experten dazu. Jetzt melden sich die anderen, die Atheisten, zu Wort. Sie sagen, die Religion hat zu viel Einfluss in unserer Gesellschaft. Auch dafür, dass Gott nur Unglück über die Menschen bringt. Wir wollen heute darüber streiten. Unser Thema: Aufstand der Ungläubigen, keine Macht für Gott. Zu Gast sind heute Paul Schulz mit einem ungewöhnlichen Lebensweg. Er war evangelischer Priester, er stellte die Existenz Gottes in Frage und verlor als sogenannter Ketzerpastor alle Ämter. Er sagt heute von sich: Ich bin bekennender Atheist. Guten Abend, Herr Schulz. Witta Pohl, die Schauspielerin, schloss als Kind, wie sie sagt, einen Pakt mit Gott. Sie trat aber später aus der Kirche aus. Guten Abend, Frau Pohl. Gabriele Kubi, 68erin, einst in vorderster Front. Vor 10 Jahren wurde sie Katholikin. Seither ist sie eine strenge Verfechterin der kirchlichen Moral. Guten Abend, Frau Kubi. Michael Schmidt-Salomon, Sprecher der Giordano-Bruno-Stiftung, die Speerspitze des kämpferischen Atheismus. Er sagt, Glaube kann schädlich sein. Guten Abend, Herr Schmidt-Salomon. Asie Köhler, sie ist Religionspädagogin, Mitglied des Zentralrats der Muslime und sagt, wenn kein Gott da ist, ist alles erlaubt. Den Ungläubigen fehlen moralische Grenzen. Guten Abend, Frau Köhler. Und last but not least der katholische Bischof Gebhard Fürst, für den eins klar ist: Gott ist nicht tot. Guten Abend, Bischof Fürst. Frau Pohl, das ist natürlich interessant. Wie schließt man als Kind einen Pakt mit Gott und vor allem, warum tut man das? Ja, weil ich in sehr, sehr schweren und schlimmen und schlechten Zeiten groß geworden bin. Und ich habe darum gebeten, dass Rettung kommt. Mhm. Und ich habe gesagt, wenn meine Füße noch einmal zuheilen oder wenn ich noch einmal satt werde, lieber Gott, oder wenn wir mit dem Leben davon kommen, dann werde ich später anderen helfen, denen es so schlecht geht wie uns jetzt. Mhm. Und ich finde, Versprechen muss man halten. Wie alt waren Sie, als Sie diesen Pakt geschlossen haben? 7, glaube ich. 7 Jahre alt. Und das war die Zeit des Hungers, es war die Zeit, ich glaube, Erfrierungen waren, die Sie erlitten haben. Ja, wir hatten ja kein elektrisches Licht, wir hatten nur einen kleinen Kohleofen und wir hatten kein Fließwasser, gar nichts, nicht? Und der liebe Gott hat uns aber eine so wunderbare Mutter geschickt, die mit ihren 32 Jahren 6 Kinder alle wirklich aufs Gymnasium gebracht hat und die sind alle ganz toll was geworden. Nur Witta, der verrückte Vogel, so ein bisschen ausgeschert. Aber sonst sind fast nur Mediziner und Juristen und... Und eine angesehene Schauspielerin eben. Haben Sie denn seitdem diesen Pakt mit Gott auch insofern gelebt, dass er Sie begleitet hat im Leben? Weil ich weiß ja auch von Ihnen, dass Sie aus der Kirche ausgetreten sind zwischenzeitlich. Ich habe so gehadert mit dem lieben Gott, weil unser Vater auf so eine schreckliche Art und Weise ums Leben gekommen ist. Er ist erschossen worden von russischen Soldaten. Ja, in der Charité in Berlin. Mhm. Und wir hatten auch eine Zeit, dass andere Kinder so um uns dann rumgetanzt sind und haben immer so gesungen, die haben keinen Vater mehr, die haben keinen Vater mehr. Mhm. Und ich habe so, wir alle 6 Kinder haben so an unserem Vater gehangen, weil wir ihn auch schon so selten gesehen haben. Nicht? Er war ja Arzt und immer in der Klinik. Und ja, da habe ich so mit ihm gehadert und dann bin ich die Gebote durchgegangen und da heißt es ja, du sollst nicht töten. Aber was mich dann so hat verzagen lassen, war das alles mit immer, du sollst nicht. Mhm. Anstatt, später habe ich mich mit dem Buddhismus auseinandergesetzt und Buddha sagt, ich empfehle dir. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass ich viel besser zugehört habe. Mhm. Aber es ist eine Konstante ist, dass Sie an ein höheres Wesen glauben. Ja. Und dieses höhere Wesen ist für Sie Gott. Ist es, ohne Frage. Also ich bin auch konfirmiert worden und ich habe mich auch weiter auf die Suche nach Gott gemacht. Und ich bin ihm jetzt, glaube ich, sehr, sehr nah. Mhm. Herr Schmidt-Salomon, als Atheist, tun Ihnen Menschen, die an Gott glauben, leid? Wenn sie darunter leiden, könnte ich mitleiden. Aber ich habe das Gefühl, dass Frau Pohl unter dem Glauben jetzt nicht leidet.
Was ich daran schwierig finde, ist diese Vorstellung, dass Gott hilft, dass Gott eine liebe Mutter schickt oder dass Gott die Hände mit im Spiel hat, wenn ihr Vater erschossen wird. Mhm. Denn weil dann muss man sich ja fragen, was war mit den Millionen von Juden, die in Deutschland umkamen? Was ist mit den Menschen in der dritten Welt, der sogenannten dritten Welt, die Tag für Tag verhungern müssen? Mhm. Also dieses Konzept scheint mir nicht aufzugehen. Sagen Sie jetzt einfach nur rational oder gibt es da auch eben etwas, wo Sie sagen, also wer heute an Gott glaubt, der ist einfach nicht erwachsen genug oder der ist naiv oder irgendwie etwas in dieser Art? Ja, ich meine, man muss sich natürlich diesen Gottesglauben sehr genau anschauen. Wenn ich sage Gott, was heißt das erstmal? Ja. Wir müssen uns also dann spezifische Gottesvorstellungen anschauen und dann kann man darüber urteilen, ist das ein vernünftiger Glaube oder ist er unvernünftig? Insgesamt würde ich sagen, deswegen bin ich ja eben nicht gottesgläubig, ich habe keine Religion gefunden, in der ein wirklich rationaler Gottesglaube da wäre. Ich bin der Meinung, Gott ist eine unelegante Hypothese. Also wir können, Sie das auf Deutsch sagen? Ja, das kommt aus dem Sparsamkeitsprinzip des wissenschaftlichen Denkens. Ich muss versuchen, für die Erklärung eines Phänomens nicht mehr unbewiesene Argumente einzuführen, als unbedingt erforderlich sind. Das heißt, Gott ist eine Hypothese, die keine Phänomene erklärt, sondern Gott macht vieles viel schwieriger. Weil wir müssen uns zum Beispiel erklären, wie kann ein allmächtiger, allgütiger, allwissender Gott in einer Welt existieren, die so aussieht wie unsere Welt. Mhm. Ja, warum sterben manche Kinder schon an Leukämie? Warum werden Hunderttausende von Menschen von Tsunamis weggeschwemmt? Also das sind alles Phänomene, die sich mit dem Gottesglauben nicht in Einklang bringen lassen. Und der zweite Punkt ist, dass dieser Gottesglaube natürlich immer wieder benutzt worden ist, um zu herrschen, um Menschengruppen aufeinander zu jagen. Und genau das sehen wir gerade in der Gegenwart. Darüber werden wir gleich nochmal wirklich vertiefend sprechen. Frau Kubi, wie ist es umgekehrt? Haben Sie mit jemandem, der keinen Glauben an Gott hat, Mitleid? Weil Sie sagen, dem fehlt was im Leben. Dem fehlt sehr viel. Dem fehlt die Erfahrung der Liebe Gottes. Und diese Erfahrung kann man machen, ganz überwältigend stark, dass tatsächlich ein personaler Gott existiert, der mich liebt. Sie haben eine solche Erfahrung gemacht. Ja. Können Sie die beschreiben? Ich habe überlegt, ob ich das tun will, und ich will es eigentlich nicht. Also ich habe jedenfalls eine Erfahrung gemacht. Ich kann sagen, wie die Wirkungen waren. Ja. Ich kann vielleicht auch nicht mal sagen, es war 1973 die erste starke Erfahrung. Ich war ein halbes Jahr glücklich und habe gedacht, jetzt bleibt das Leben immer so. Und es war sozusagen, Gott wurde dadurch unwiderstehlich. Also von da an habe ich einfach Gott ganz bewusst gesucht. Wobei diese Suche irgendwie schon früher da war, denn ich wollte mit 8 Jahren auf eigenen Wunsch getauft werden. Also ich war in einer Familie, wo die Mutter geglaubt hat und der Vater, für ältere Leute, der Schriftsteller Erich Kubi, der mit dem Rücken zu Gott gelebt hat, ein Linksliberaler, allerdings seine Brillanz nie gegen die Kirche gewandt hat, wofür ich ihm wirklich dankbar bin. Auch um seines Seelenheiles Willens und auch um meines. Mhm. Sondern er hat gesagt, es geht mich nichts an und deswegen waren wir 5 Kinder nicht getauft und ich wollte getauft werden und wir wurden alle getauft, weil meine Mutter das dann auch unterstützt hat. Also da war schon als Kind Suche. Und diese Suche ist eine Suche nach Wahrheit. Ja. Und die ist eine Suche nach Liebe. Und die ist eine Suche nach Gut, nach Gutem. Und das treibt mich durch mein ganzes Leben. Das hat mich zu dem Punkt gebracht, wo ich jetzt bin. Ich habe gerade neulich im Spiegel gelesen, es gibt Atheisten, die sagen, diese Gotteserfahrungen, ja, wenn es so visionäre Erfahrungen sind, dann sind das Störungen des Hirnlappens. Ich bin also gespannt, Salomon das mir gegenüber sagen werden. Ich finde es erstaunlich, die atheistische Position mit Diffamierungen der Menschen untermauern, die glauben. Mhm. Vor allem, wo wir ja Zeugnisse haben, wo die Menschen, auf die wir auch als Deutsche stolz sind, nämlich die zum Beispiel Widerstand geleistet haben gegen das atheistische Regime der Nazis, die wir mit Bonhoeffer, wie sie alle heißen, die Geschwister Scholl und so weiter und so fort, auf die sind wir stolz, die haben ihre Kraft aus dem Glauben an Jesus Christus gezogen. Und das ist doch Geschichtsverfälschung. Ja? Und das tut mir wirklich leid. Also die beide Kirchen sind die Waffen gesegnet, haben zur Unterstützung Hitlers aufgerufen. Die katholische Kirche hat mit der Zentrumspartei Hitlers Ermächtigungsgesetz durchgesetzt. Sie haben nach dem Zweiten Weltkrieg die SS-Schergen über den Vatikan nach Südamerika herausgebracht. Sie verdrehen völlig die Tatsachen. Das Hitler-Regime war kein atheistisches Regime. Sie wurden aus der SS ausgeschlossen, wenn sie gesagt haben, ich glaube nicht an Gott. Auf dem Koppelschloss der deutschen Soldaten im Zweiten wie im Ersten Weltkrieg stand Gott mit uns. Und lesen Sie meinen Kampf. Hitler selbst verstand sich als derjenige, der die Vorsehung
ja, erfüllt, das Werk Jesu vollendet. Das steht in Mein Kampf drin. Und er wettert genauso scharf gegen den Atheismus, wie Sie das tun. Also Sie können also die Geschichte Argument nicht umdrehen. Mein Argument war eigentlich ein ganz anderes. Und da Sie Philosoph sind, denke ich mir, dass Sie das Argument auch hören können. Mein Argument war, dass es die Tatsache, dass Sie Menschen, die glauben, diffamieren, dass an ihren Gehirnlappen nichts stimmt, da diffamieren Sie alle Menschen wie Pater Robert Mayer, wie Bonhoeffer, wie die Geschwister Scholl, die, und diesen ganzen Strom der Heiligen, den wir haben über 2000 Jahre, die diffamieren Sie alle mit. Und das finde ich, da wundere ich mich, dass Sie darauf Ihre, und das war ja mein Argument, ja, ich habe... Es ist keine Diffamierung, wenn man zeigt, welche neurophysikalischen Prozesse in dem Moment stattfinden. Die finden auch bei mir statt. Ja, ja, aber der Glaube ist nicht eine Sache der Gehirnlappenstörung und... Frau Kubi, manche kommen deshalb darauf, weil der Glaube mit Bildern garniert ist, mit denen Ungläubige nicht viel anfangen können. Beispielsweise das Bild vom Teufel. Glauben Sie auch an den Teufel, wenn Sie an Gott glauben? Mit der Bekehrung ist eine Erfahrung verbunden gewesen für mich vor 10 Jahren, dass mir sozusagen die Schuppen von den Augen gefallen sind und ich bereit war, plötzlich zu sagen, was lehrt Jesus, was lehrt die Kirche, was ist die Tradition der Kirche, was lehrt das Lehramt. Mhm. Und es ist vollkommen eindeutig, dass Jesus sagt, es gibt die dämonische Welt und es gibt den Teufel. Die erste Predigt ist, dass er uns, das kehrt um und tut nicht die Werke des Satans. Es ist ganz eindeutig die Aussage Jesu. Ich glaube ja, dass es eine unsichtbare Welt gibt über der Welt der materiellen Welt und dass es da Gott gibt und dass es die dämonische Welt gibt und auch dass es ein personales Prinzip ist. Sie kennen eine Frau, die vom Teufel besessen ist, ist das richtig? Ja, war, die sich daraus mit größter Mühe daraus gewunden hat, ja. Woran erkennt man, dass jemand vom Teufel besessen ist und vor allem, wie kriegt man ihn da raus? Das ist nicht mein Spezialgebiet. Bischöfe haben die Vollmacht des Exorzismus. Ich befasse mich damit auch nicht. Mhm. Ich nehme nur an, was Jesus sagt. Und ich merke auch, dass man bedrängt werden kann und dass wir wunderbare Mittel haben als Katholiken, uns gegen diese Bedrängnis zu schützen. Bischof Fürst, Papst Benedikt hat 2005 die Exorzismusausbildung in Priesterseminaren intensiviert wegen des Satanistenbooms, wie er gesagt hat. Ist Exorzismus tatsächlich zeitgemäß? Ich möchte einfach von meiner Diözese her sprechen. Wir haben keinen Exorzisten, der da beauftragt ist in diesem Sinne. Wir ermöglichen Menschen, wenn sie mit Priestern beten wollen, um Böses von ihnen abzuwenden, dann ist das ein Bittgebet darum, dass das Böse über einen Menschen nicht herrschend wird. Aber es ist bei unserer Diözese nicht so, dass wir diese Exorzismen in dieser Weise anbieten. Warum nicht? Weil wir zum großen Teil auch schon natürlich erfahren haben, dass das in der Tat auch oft pathologische Phänomene sind, wenn ich um einen Exorzismus gebeten werde. Also medizinische Störungen. Medizinische Störung ist, Krankheit ist oft eine Art von Besessenheit, die ja auch ihre physiologischen und körperlichen Phänomene dann zeitigt. Wenn jemand kommt, der darum bittet, dann biete ich ihm dieses Gebet an. Zu einem Exorzismus könnte ich mich nur bereit erklären, wenn alle medizinischen Möglichkeiten dann zu Ende sind. Aber nach den medizinischen Möglichkeiten ist bisher nie jemand auf mich zugekommen. Herr Schulz, wenn Sie versuchen, Glauben einerseits an Gott, Glauben an den Teufel, zu erklären. Also es gibt Atheisten, die sagen, diese Gotteserfahrungen, das sind medizinisch erklärliche Phänomene. Und wir haben gerade gehört, der Bischof sagt, auch solche, die vom Teufel besessen sind, sind möglicherweise auf medizinische Phänomene zurückzuführen. Ist Gottesglauben so etwas wie eine, weiß ich nicht, medizinische Störung? Sehen Sie das heute so? In diesen Kategorien würde ich überhaupt gar nicht sprechen, zumindest nicht im Einstieg bei der Frage nach dem Glauben eines Menschen. Alle Voraussetzungen durch eines Gespräches ist in unserer Gesellschaft heute eine Trennung zwischen Privatglauben und der Glaube, der institutionell öffentlich vertreten wird. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und unsere Demokratie, unsere Verfassung garantiert zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit dem Einzelnen das Recht zu glauben, was er möchte.
Das ist ein ganz wesentlicher Fortschritt gegenüber aller Tradition von Tausenden von Jahren von Religion, in der die eine Religion immer behauptet hat, ich glaube richtig, du glaubst falsch. Immer. So. Und nun kommt ein demokratischer Staat und verfasst in ihrer Verfassung und sagt, jeder Mensch kann privat glauben, was er will. Er fußt damit auf einem Rechtsgrundsatz des römischen Staates, der von res privata gesprochen hat und res publica, res publica republik. Mhm. In der res privata können Sie, Frau Kubik, glauben, was Sie wollen. Sie können auch genau das Gegenteil morgen glauben, was Sie wollen. Demokratisch garantiert Ihnen der Staat das Recht, das zu tun. Es sagt nur, Sie lassen mir bitte auch meinen Glauben, auch meinen Unglauben oder mein Andersglauben. Mhm. Das ist die ganz wesentliche Grundsatz unseres Gespräches, damit wir uns hier auch nicht auf die Köpfe hauen, sondern sagen Sie doch, was Sie glauben, ich höre mir das an, dann gehe ich weg und sage, bitte schön, lassen Sie das. Aber respektieren Sie, dass wir in einer freien Gesellschaft das Recht haben eines freien Glaubens jedes Einzelnen. Etwas völlig anderes ist, und das war eben der Disput hier sofort, ob eine institutionalisierte Kirche, wie zum Beispiel die katholische Kirche, sich in einer Situation wie im Dritten Reich als Institution politisch richtig verhalten hat und damit Probleme für die Gesellschaft geschaffen hat, die bis heute zum Beispiel nicht aufgearbeitet worden sind. Ja. Während ich also einerseits sehr freundlich Ihnen zuhören kann, Kopf schütteln kann, sagen, das meine ich bestimmt nicht. Aha. Ich wundere, dass man sowas glauben kann. Ich komme gleich darauf noch einmal und Ihnen das Recht zugestehe. Werde ich auf der anderen Seite zum schärfsten Gegner einer Institution, Kirche oder Religion, die Dinge tut, von denen ich meine, dass sie unserer Gesellschaft, der Demokratie aufs Äußerste schädlich sind. Mhm. Ob das Islam ist, bitteschön, oder katholische Kirche oder evangelische Kirche oder welche Kirche auch immer. Dieses möchte ich hier von Anfang unterschieden haben. Meine private Zuwendung habe ich definiert im Verständnis oder im Zugeständnis und mein Kontra in aller Schärfe da, wo es gesellschaftlich nötig ist, zum Beispiel die Macht der Kirche in unserer Gesellschaft so einzuschränken, dass der Einzelne davon nicht betroffen ist. Das ist Voraussetzung aller Diskussion. Wir wollen aber über beides reden. Wir wollen über Natürlich. Das Persönliche reden, wie über die Macht der Kirche. Zum persönlichen Glaubensbekenntnis Ganz würde ich gerne noch Frau Köhler fragen. Also ich bin eigentlich eine überzeugte Muslima. Ja. Ich habe, also der Islam ist für mich zentraler Punkt des Islam, ist ja die absolute Einheit Gottes. Das schafft ja die Mündigkeit und die Freiheit des Einzelnen, dass keiner solch einen Gott vertreten darf. Ich hatte aber auch persönlich das Glück, im Zentralanatolien meine Kindheit zu verbringen. Und da hatte ich zwei Quellen der Erkenntnis Gottes gehabt. Einmal die harmonische Schöpfung und auch die Schönheit des Korans, was eben bei uns zu Hause in wunderbarer Weise vorgelesen wurde. Man versteht den Islam einfach nicht, weil man mit vielen anderen Elementen überlagert. Der Islam hat keine Kirche. Und das schafft natürlich große Mündigkeit und Freiheit und auch eine Religion, die am meisten Zulauf hat, weil jeder einfach frei ist, zu solch einem Gott über die Schönheit finden kann. Aber Sie haben selber erst zum Gott spät gefunden, nämlich ich glaube dann mit 40 haben Sie auch erst das Kopftuch zum Beispiel als Zeichen des Glaubens getragen. Genau. Ich hatte natürlich in einer Situation einer persönlichen Lebenskrise, kann man sagen. Sie haben sich entscheiden lassen von Ihrem Mann. Okay. Also ich habe bis 30, also ich habe, das sind natürlich die Eindrücke gewesen, die aber eigentlich alltäglichen Orientierung braucht man ja mehr. Mhm. Ich habe fast 10 Jahre islamische Quellen, auch andere Quellen studieren müssen, um 40 wirklich eine vollkommene, also nicht vollkommene, also den Glauben in seiner Ganzheit praktizierende Frau geworden. Mhm. Also es war für mich sehr wichtig, die im Alltag Orientierung, wie zum Beispiel, was für eine Beziehung dem anderen Geschlecht haben soll oder was für eine Mutter da sein muss man haben. Der Alltag hat viele, viele
Möglichkeiten zu denken, wie verhalte ich mich jetzt. Was hatte die Lebenskrise? Was hatte diese Lebenskrise damit zu tun, dass Sie dann, haben Sie Antworten gesucht für Ihr persönliches Leben und Sie dann tatsächlich im Islam gefunden, in der Situation? Also es war einfach, diese Krise war zum Beispiel nach meiner Scheidung. Ja. Das war auch für meine Umgebung, woher ich komme, völlig ungewöhnlich. Ich stand da mit zwei Kindern in einer modernen Welt alleine und ich musste jetzt mich orientieren. Die Orientierung in Familie, in Mutterdasein, in Alltäglichkeiten hat mir gefehlt, dass ich denn diese vollkommene Harmonie also erfahren habe durch den Islam, dass man alle Komponenten des Lebens in Ausgleich bringen soll. Mhm. Dieser Einsatz der Einheit Gottes und also Harmonie in Lebenswirklichkeit hat mich zu dieser Religion gezogen. Aber dieser allerwichtigste Ansatz des Islam für mich halt die persönliche Freiheit und Mündigkeit. Der Punkt, an dem man zur Religion findet, Frau Kubi, haben Sie gerade aufgehorcht, weil bei Ihnen war es ein ähnlicher Punkt. Genau, Sie ganz waren richtig. Ja gegen den katholischen Glauben eingestellt, als 68erin glaube ich sowieso. Ja. Es war eine ähnliche Krise. Es war genau die gleiche Krise, es war auch Trennung. Und wir hatten drei halbwüchsige Kinder und ich war ja einen wirklich weiten Weg gegangen. Taufe, das ging wieder völlig verloren. Dann Engagement in der 68er Zeit, 67 in Berlin. Ich habe die Demonstration gegen den Schah von Persien mitorganisiert, bin dann aber gleich weg von Berlin. Dann über 20 Jahre Esoterik, habe 40 Bücher übersetzt, Esoterik, Psychologie. Ein kurzes Gastspiel im Feminismus, wo mir aber eigentlich gleich klar wurde, die Mutter wird ausgegrenzt. Eine Gesellschaft kann nicht funktionieren, wenn es keine Mütter gibt. Und da habe ich sehr schnell Abschied genommen davon, worüber ich froh bin, dass ich das so früh erkannt habe. Und dann in der Krise. Und es war suchen. Die Krise war die Trennung vom Mann. Und dann kam die Krise, das hatte alles zu nichts geführt. Und es war wirklich mit vollem Einsatz. Ja? Es war 4 Tage auf einer Insel im Fasten sein und es war in der Hütte 6 Tage und so weiter und so fort. Also es war voller Einsatz. Mhm. Und trotzdem, diese Sehnsucht hat sich nicht erfüllt. Und dann war die Trennung und es war ein überaus schmerzhafter Prozess. Und ich war allein mit 3 Kindern und es kam eine Freundin an die Tür, nicht Freundin, es kam die Nachbarin an die Tür, die ich nur gegrüßt habe bis dahin, und sagt, bete. Und das Beten war für mich da, ich habe bis dahin an Energie, göttliche Energie geglaubt, aber nicht an den personalen Gott. Mhm. Und Beten war auch überhaupt, das war so mit einem, also das tut man eigentlich nicht. Meditieren ist okay, aber Beten tut man nicht. Das tun irgendwelche Betschwestern, da liegt ja der Rosenkranz. Mhm. Und die sagte, bete. Und brachte mir eine Novene, ein 9-tägiges Gebet mit den großen Verheißungen Jesu. Und ich habe das gebetet vor einer Buddha-Statue, von einem schamanistischen Stein, von irgendwas, von irgendeiner Geschichte. Und hatte das Gefühl, ich muss von einem 10-Meter-Brett springen und weiß nicht, ob unten Wasser ist. Und das Ergebnis von diesem Gebet war, ich werde katholisch. Das hieß, wenn ich es gerade noch sagen darf, das hieß völlig meinen Beruf verändern. Also ich habe Esoterik übersetzt, das ging nicht mehr. Das hieß von meiner Familie abgelehnt werden. Das hieß eigentlich von allen Freunden abgelehnt werden. Und es hieß vor allem von meinem eigenen Denken, was ich bis dahin hatte, nicht in gewisser Weise nicht akzeptiert zu sein. Ja, denn ich habe die katholische Kirche für das Letzte gehalten bis dahin. Und sie war verbarrikadiert durch den Zeitgeist über diese ganze Zeit. Und plötzlich ging diese Tür auf, und ohne dass ich das entschieden hatte, ja, plötzlich war das offen und dann hat sich dieser ganze katholische Reichtum von mir eröffnet. Ja? Das war wie heißt das, Aladdins Wunderlampe, wo man dann reingeht und dann tut sich das Schatzhaus auf. Also wenn ich was ergänzen darf als Frau, dann also ich fand diese freiheitliche Welt, wie man so sagt, einfach unwahrscheinlich gefährlich. Also die ohne Glauben meinen Sie jetzt? Ja, also natürlich, ich brachte auch von einer glücklichen, meine Eltern waren sehr glückliche Leute, irgendwelche offensichtlich Werte und Normen. Diese Freiheit, was man hier, damals sind ja auch diese 68er Frauen, waren ja eben auch Mütter von Kollegen, Klassenkameraden meiner Kinder. Ich fand das schrecklich, wie ich denn da leben sollte, wie man hier also so üblich sein kann. Was ist das? Ist das eine Suche, Frau Pohl, auch für Sie gewesen? Weil Sie haben ja beides. Sie haben den Glauben an Gott, aber Sie haben auch den Glauben an Esoterik. Beispielsweise Numerologie.
Ja. Baumhoroskop, was ich persönlich gar nicht kenne. Ich weiß gar nicht, was ein Baumhoroskop ist. Ja, das machen wir nachher noch, ne? Nach der Sendung. Ja, was ist es denn? Ja, das ist... Also meine ich sowieso, machen Sie momentan nicht ein bisschen sehr lange an der Frage, wie Menschen nun zum tiefen Glauben kommen, das denn das Thema ist ja wohl was anderes. Nein, wir wollen über Atheismus sprechen, nicht? Naja, das Thema ist aber beides. Wir wollen über Atheismus reden, aber über auch, was ist der Glaube? Wir so viel über dann Glauben sagen Sie, gehört. Dann eine ganze Stunde. Ja, das ist ja gut. Dann sagen Sie, wir wollen gleich über den Atheismus reden, aber Sie erlauben, dass ich Frau Pohl trotzdem einmal nach Ihrem Glauben frage. Selbstverständlich. Dankeschön. Frau Pohl, wie ist übereinzukriegen der Glaube an Gott einerseits und an Baumhoroskope oder Numerologie andererseits? Ist das für Sie dasselbe? Das gehört alles zusammen, finde ich. Und warum soll ich nicht die Freiheit haben, mich damit zu beschäftigen? Und wenn es nur das wäre, dass ich es hinterfrage und dass ich es kennenlerne, dass ich etwas mehr wissen möchte, nicht? Aber das hat mit meinem Glauben an sich dann weniger zu tun. Ich habe einfach aufgrund meiner Erfahrungen, die ich mit Gott gemacht habe, der hat mich wirklich durch die Tiefen geführt, aber dadurch kann ich ein bisschen was über die Tiefen des Lebens heute sagen. Und er hat mich aber herausgeholt. Und nur so, ich glaube, dass wir eigentlich fast nur über den Weg des Erleidens lernen, dass wir das andere dann zu schätzen wissen und auch wirklich anfangen, dankbar zu sein und fest im Glauben. Nicht? So, jetzt kommen wir zu Ihnen. Bevor wir einmal über den Atheisten Schulz reden, wollen wir ganz kurz den Rückblick auf den Pastor Schulz machen. Wir haben aus den Tagesthemen von 1978 nochmal versucht, irgendwie zusammenzufassen, was war der Kern an dem Streit um den ehemaligen Pastor Schulz. In Hannover war heute letzter Verhandlungstag in dem Lehrbeanstandungsverfahren gegen den beurlaubten Hamburger Pastor Paul Schulz. Theologen und Juristen wollen dann im Januar ein seltenes und äußerst kompliziertes Verfahren endgültig abschließen. Schulz, der ein Buch geschrieben hat unter dem Titel »Ist Gott eine mathematische Formel?«, wird von seinem Anhang in eine historische Reihe mit Martin Luther gestellt. Der Vergleich mit Martin Luther half dem populären Paul Schulz nicht. Der Hamburger Ketzerpastor, wie ihn Gegner beschimpften, wird in dem spektakulären Verfahren seines Amtes enthoben. Ein fast einmaliger Vorgang in der Geschichte der evangelischen Kirche. Nach jahrelanger Verhandlung verhängten die Kirchenoberen ein Berufsverbot über den Pastor Paul Schulz. Herr Schulz, können Sie einfach mal, ich weiß nicht, ob es kurz geht, aber es gab einen Glauben ja offensichtlich bei Ihnen, sonst wären Sie ja nicht Pastor geworden. Und heute gibt es diesen Glauben nicht mehr. Was ist passiert? Ich bin in einem sehr konservativen, fast orthodoxen Elternhaus, christlichem Elternhaus groß geworden. Kenne deshalb die Grundposition eines konservativen Christentums zu genau. Ich habe dann mit meinem fünften Lebensjahr schon Pastor werden wollen. Bin von da an bis durchs Abitur und was weiß immer mit der festen Überzeugung, du wirst Pastor groß geworden. Habe dann in Erlangen studiert, der konservativsten theologischen Fakultät, somit, die wir damals in Deutschland hatten. Habe dort in dem Martin-Luther-Bund gelebt, lange Zeit. Und morgens um 6:30 lutherische Bekenntnisschriften auf Latein gelesen, anschließend psalmodiert mit meinen Hausbrüdern und abends sie komplett gesungen und ein total konservatives christliches Leben geführt. So dass ich also herkomme aus all dem, vielleicht sogar noch theologisch sehr viel fundierter als das, was Sie vorhin sagen. Ja. Eines meiner für mich wichtigen Lebensbedingungen ist, dass ich das, was Sie alles hier als grundkonservativ-christlich kennen, nicht nur kenne, sondern zutiefst praktiziert habe. Geglaubt auch? Weil praktizieren und glauben, ich weiß es nicht. Ja, gut, war das der Sinn Ihres Lebens auch? Es kommt dazu, dass dann danach ein Zusammenbruch dieses Glaubens passiert. Also habe ich schon geglaubt. Da bin ich fest überzeugt von. Der Zusammenbruch kommt dann innerhalb des Theologiestudiums an einer ganz bestimmten Stelle und setzt sich dann fortschreitend in den Jahren fort und führt dann in meinem Pastorsein an St. Jakobi zu dem Ergebnis, dass es Gott so, wie die Kirche es verkündet, nicht gibt. Damals habe ich noch einen Kompromiss versucht, das war ja mit den Verhandlungen, habe ich 5 Brückenschläge gemacht, dazu gehörte auch die Frage nach Gott als die zentrale, das war die zentrale Frage. Und damals ist mein Pastorensein zu Ende gegangen mit einer Feuerbach-These, die gesagt hat, alles das, was Sie sagen, ist nicht Gott, sondern ist Ihre Projektion auf Gott. Mhm.
kann ich alles so stehen lassen. Alles, was Sie auf Gott hin sagen, ist wunderbar. Und es hat mit Gott als einer jenseitigen Wirklichkeit überhaupt gar nichts zu tun, sondern es ist Ihr persönliches Bewusstsein auf Gott hin. Das heißt, Feuerbach sagt, alles, was der Mensch von Gott sagt, sagt er auf sich selber rauf, auf Gott hin. Das hat mit Gott als Existenz nichts zu tun. Das also Gott gibt es nicht, sondern Gott ist eine Vorstellung der Menschen. Ja. Kurz gefasst. Und weil jeder unterschiedliche Meinungen hat zu Gott, ist auch die Meinung über Gott so von sich unterschiedlich. Wenn jeder seine eigene Gottesvorstellung projiziert in seine Existenz, dann ist da jeweils das spezifische Gottesbild auch das individuelle Produkt. Brauchen Sie denn keins mehr? Also brauchen Sie denn nicht den Sinn im Leben, der jetzt hier beschrieben worden ist von Frau Kubi, von Frau Pohl, aber auch von Frau Köhler? Brauchen Sie das alles nicht? Ich brauche, nachdem ich jetzt mein Buch auch noch geschrieben habe, ich hatte lange, über 20 Jahre dann, danach bin ich ja in die Wirtschaft, die freie Wirtschaft gegangen. Weil Sie konnten ja diese Existenz nicht mehr führen, Sie mussten quasi umlernen. Dann habe ich noch einmal versucht, diesen Endpunkt meines pastoralen Daseins wieder aufzunehmen und dann in meinem neuen Buch habe ich das versucht darzustellen. Ich würde heute sagen, in meinem Leben kommt das Wort Gott für mich existenziell nicht mehr vor, Religion überhaupt nicht mehr vor, kann gar nicht vorkommen, denn für mich ist die Befreiung von Gott der größtmögliche Durchbruch zu einer autonomen Existenz. Sie alle sind doch in Ihrem Gottesglauben absolut fremdbestimmt. Was Sie definiert haben, definieren Sie ständig von Gott. Ja, Sie können lachen, wie Sie wollen. Lassen Sie sich den Gedanken einmal sagen. Alles, was Sie von Gott hier sagen, Gott sagt, Sie sollen das tun. Gott gibt Ihnen das. Das ist alles eine absolute Fremdbestimmung. Sie reagieren ständig auf das. Ich sage einmal, erst wenn du dich von Gott völlig frei machst und sagst, Gott gibt es für dich gar nicht. Erst dann kommst du im Sinne von Sartre zu dir selber mit allen Schwierigkeiten der Selbstverantwortung, mit allen Schwierigkeiten des Risikos, mit allen existenziellen Betroffenheiten, die dann nur du noch ganz allein verantwortest. Und für mich ist der Atheismus die höchste Stufe der individuellen Autonomie. Das ist meine Position. Ich glaube, Bischof Fürst wollte, dann Frau Köhler. Es gibt sehr unterschiedliche Lebensgeschichten. Sie haben Ihre erzählt. Ich komme auch aus einem Elternhaus, das gut katholisch geprägt war. Das war nicht katholisch, nicht auch, sondern... Okay, natürlich. Christlich-katholisch geprägt war. Dieses Elternhaus hat mir den Glauben vermittelt, hat mich in eine Gottesbeziehung hineingenommen, die auch durch die ganze kirchliche Praxis mit unterstützt wurde. Ich habe sehr früh in der Kirche auch Verantwortung übernommen, in der Jugendarbeit. Ich war in den Gottesdiensten mit tätig. Ich war in einem mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasium, habe mich sehr intensiv in der Oberstufe, danach während des Studiums, mit Feuerbach und Marx und mit Kant, mit all den Religionskritikern, die ja älter sind als Feuerbach, das geht ja schon auch in der Bibel selber los und ist natürlich auch im Griechentum, das wissen Sie, brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Nicht so philosophisch werden, das würde mich schon interessieren, ob Sie diesen Sinn brauchen, auf den Herr Schulz offensichtlich verzichten kann. Die Frage des Atheismus ist nicht nur eine Frage der existenziellen Betroffenheit, sondern auch eine Frage der philosophischen, theologischen Auseinandersetzung. Da sind wir, glaube ich, ganz einig. Und wir müssen auch aufpassen, dass wir die Frage des Atheismus oder des Theismus, des Gottesglaubens, nicht nur auf die Frage der Betroffenheit zurückführen. Sonst ist das, was Herr Salomon sagt, nämlich vielleicht richtig. Dann könnten wir uns gegenseitig gar nicht mehr auseinandersetzen. Dann könnten wir nur noch sagen, ja, ich bin betroffen, das musst du annehmen, aber darüber können wir nicht miteinander vernünftig reden. Ich wollte das nur sagen. Ihre Lebensgeschichte hat Sie aus dem Glauben herausgeführt. Meine Lebensgeschichte hat mich in den Glauben immer stärker hineingeführt. Ich bin bis heute natürlich ein betender Mensch. Ich habe heute Morgen meinen Tag begonnen mit einem Gebet, mit der Heiligen Messe. Da haben wir zum Beispiel das Evangelium gehört, das eine sehr aufgeklärte und sehr anspruchsvolle Thematik in die zum Gottesdienst Versammelten hineingeworfen hat. Nämlich, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst und auch den Feind lieben. Also ich weiß nicht, ob so eine Grundhaltung, die da aus einer frohen Botschaft herauskommt, ein Anspruch, auch zu glauben, ob das einfach nur eine
infantile Form des Lebens ist oder ob das nur eine Fremdbestimmung ist. Das sind, du sollst, sagt Herr Scholz, das sind auch Thesen, die Sie haben. Sie doch mal bei Ihrer eigenen Aussage. Du sollst, selber, sagt Gott. Ja, das sage ich, wenn ich jemand der höchste Autorität sagen, du sollst, dann sagen Sie mir mal, wie, wo Ihr eigener Frieden bleibt. Ich möchte nur noch sagen, wenn wir diese Dimension einfach thetisch ablehnen, dann haben Sie genauso die theoretische Beweislast wie wir, die sagen, für mich gibt es Gott, ich lebe in einer lebendigen Gottesbeziehung und er stiftet und ermöglicht mir viel mehr Freiheit als die tausend Fremdbestimmungen, die ich ohne diesen festen Anker in einem Gott, der Liebe ist für mich und dem ich in dieser Form der Liebe auch nachahmen möchte. Das ist bei mir so. Und das ist in einer langen Geschichte, in einer ganz langen Glaubensgeschichte und einer Auseinandersetzung, zum Beispiel des Wertens der Heiligen Schrift, des Alten Testaments, des Neuen Testaments, sind 2500 Jahre ringen um diese Frage nach Gott, die immer die Menschen bestimmt hat und die nicht einfach ein endokrines Problem ist. Jetzt muss der Ungläubige antworten. Herr Schmidt-Salomon. Ich frage mich immer, wie Sie das mit einer solchen Sicherheit sagen können. Sie wissen doch, wie die Kriminalgeschichte des Christentums ausgesehen hat. Die sieht nicht viel besser aus, oder beziehungsweise insgesamt sogar aufgrund von 500 Jahren Vorsprung schlimmer aus als die Geschichte des Islam. Deswegen muss ich auch Sie kritisieren, wenn Sie sagen, der Islam ist mit Freiheit verknüpft. Faktisch hat sich das in der Geschichte ganz anders erwiesen. Und die Menschenrechte mussten gegen die Religionen erkämpft werden. Sie stammen nicht aus den Religionen. Sie wissen das sehr genau. Jeder Papst bis in die 60er Jahre hat eine Enzyklika oder hat Briefe geschrieben gegen die Menschenrechte. Aber der Antimodernisten eine Verwechslung. Der Antimodernisteneid, den kennen Sie ja. Musste jeder katholische Theologe Sie nicht mehr schwören. Das war eine Einschwörung auf alle Errungenschaften der Moderne, auf Demokratie, auf Pluralismus, auf Menschenrechte. Erst in den 60er Jahren sind die Menschenrechte anerkannt worden und der einzige Staat in Europa, der die Europäische Menschenrechtskonvention nicht ratifiziert hat, ist der Vatikan. Das sind nun mal die Fakten. Ja, das heißt, wir haben auf der einen Seite jetzt ein ethisches Problem. Sie haben einen Satz aus dem Neuen Testament herausgenommen. Drumherum sind ganz schreckliche Sätze. Es wird auch von Jesus berichtet, der Menschensohn wird seine Engel aussenden und die Guten von den Bösen trennen und die Bösen in den Ofen werfen, in dem das Feuer ewig brennt. Das ist nicht richtig. Das steht Sie zitieren das Matthäus Evangelium. Nein. Sehr geehrte Fernsehzuschauer, schauen Sie zu Hause in der Bibel nach. Matthäus 25. Ja. Schlagen Sie es nach. Es war ziemlich korrekt zitiert. Schreiben Sie Herrn Bischof und sagen Sie, da steht es. Ja. Und, wir haben eine Bibel auf dem Tisch, wenn einer nachschauen möchte. Wir können auch nachschauen. Wir haben aber jetzt die Ebenen gewechselt. Wir sind jetzt tatsächlich von der persönlichen. Frage. Ja, wir kommen jetzt auf diese Frage. Wir wollen ja heute auch klären, was bringt die Religion in die Gesellschaft? Und da sind Sie jetzt gerade dabei. Der Bischof sagt die Werte. Sie sagen eben nicht die Werte. Würden Sie denn so weit gehen und sagen, das, was an Unheil in der Gesellschaft ist, also die Kriege, die Auseinandersetzungen, fußen auf dem Streit der Religion oder eben auf den Religionen. Gehen Sie so weit? Zum großen Teil würde ich das sagen, wobei ich differenzieren würde. Ich würde eben nicht nur theistische Religionen hier nehmen, sondern auch beispielsweise, es gibt Formen von religiösem Atheismus. Der Stalinismus beispielsweise war eine politische Religion mit allen Inkredenzien, die eine Religion haben kann. Es gab Propheten, die den Zugang zur absoluten Wahrheit haben. Es gab heilige Schriften, denen man nicht eine Frage stellen konnte. Es gab Priester, die dieses Evangelium verkündet haben. Es gab Inquisitoren, die jeden zur Rechenschaft gezogen haben, der dagegen verstoßen hat. Das heißt, wir haben hier gewisse Inkredenzien eines religiös-dogmatischen Denkens. Und als Alternative dazu würde ich eben ein philosophisches, ein kritisch-rationales Denken setzen, das eben sagt, wir wissen nicht, was die Wahrheit an sich ist, sondern wir haben Hypothesen über diese Wirklichkeit und diese Hypothesen sind notwendigerweise fehleranfällig und wir müssen sie permanent verbessern. Das widerspricht jedem religiösen Denksystem. Wir müssen es immer konkret machen, beispielsweise dem Katechismus der katholischen Kirche. Es widerspricht ihrer Position und ich glaube, dass eine Position, die davon ausgeht, von einer bescheidenen Position, dass wir eben nur Hypothesen entwickeln können, die wir verbessern müssen, dass wir damit weiterkommen. Also ein säkularer Humanismus. Und nicht kriegerisch sind. Das ist der Punkt, den ich jetzt möchte. Diesen einen Satz vielleicht noch sagen. Es geht doch darum, wir müssen falsche Ideen sterben lassen, bevor Menschen für falsche Ideen sterben müssen. Und dagegen haben Religionen aller Zeiten verstoßen. Frau Köhler, der typisch islamische Position muss zwei Missverständnisse verbessern. Wir kommen nicht zum Zuge,
weil wir immer Missverständnisse verbessern wollen. Natürlich hat Islam auch Theologie. Sie meinten mir, Islam hat auch Theologie. Und auch diese Selbst, der Islam lehrt, dass der Mensch von Natur aus auf Gott ausgerichtet ist. Die Selbstverwirklichung des Menschen geschieht im Islam, das also auch mit Gottes Erkenntnis zusammen. Der Islam ist insofern eine freiheitliche Religion, weil keine Institution da gibt. Frau Köhler, im Gegensatz, also so kirchliche Verbindungen. Wir sind trotzdem das ist bei dem großartig. Punkt, aber wir sind trotzdem mich. Bei dem Punkt, Frau Köhler, ob die Religionen Unfrieden bringen. Und da muss der Islam sich die Frage gefallen lassen, warum so viele Menschen im Namen des Islam sich Bombengürtel um den Leib schnallen und damit andere Menschen töten. Also es ist so, wir müssen das lernen, ja, dass man, was die Menschen daraus machen, und von der Quelle unterscheiden. Man kann nicht, die Leute sind hier wirklich leichtgläubig, nicht unsere Gruppe also. Man muss Quellen forschen, um diese Verhalten sehen zu können, dass das mit der Quelle des Islam nichts zu tun hat. Aber wenn es den Islam nicht gäbe, gäbe es auch keine Selbstmordattentäter? Nein, die würden anderen, nein. Das hat wirklich, dass der Junge... Gut. Oder die Leute entscheiden selber über ihr Leben. Denn im Islam gibt es keinen Selbstmord. Im Islam ist auch Sünde, andere in den Tod zu ziehen. Also wir dürfen einfach nicht so unverantwortlich mit Religion umgehen. Der Auftrag des Islam, auch des Christentums, Stellvertreter Gottes zu sein oder Ebenbild Gottes in der Welt zu sein. Wir haben einen Auftrag in der Welt, Frieden herzustellen. Das ist der eigentliche Quellenauftrag der Religion. Ich also würde überhaupt nicht mehr erkennen können. Wir können. Es ist ja nicht nur schönen Glauben zu Hause sitzen und so. Nein, wir müssen für Frieden in der Welt sorgen. Diese Leute, diese Herr Salomon oder Herr Schulz, denken nur, es geht um die Welt. Sie sind nicht Nabel der Welt. Wir müssen für Frieden in der Welt sorgen. Ohne Gott kein Frieden in der Welt. Ohne Gott kein Frieden in der Welt. Das Argument würde ich gerne an den Atheisten weitergeben. Keine Verständigung unter Religionen ohne Gott. Frau Köhler, nun schauen Sie wirklich einmal. Wir sehen jeden Abend furchtbar betroffen, dass Schiiten Sunniten töten, dass die in Afghanistan, Terrorgruppen in Afghanistan, die eigenen Gläubigen umbringen. Wir sehen momentan in Palästina die Hamas gegen die Fatah, rücksichtslos Kinder zerbomben und Menschen zerbomben, Religiöse mit Religiösen. Wir sehen in unserer Welt, dass Christen den Islam verfolgen. Wir sehen, dass der Islam die große Religion, die alte große Religion der Hebräer, das heißt der Juden, verfolgt. Zurzeit haben wir in der Welt ausschließlich religiöse Gruppen, die Krieg machen. Und nun sagen Sie, Sie haben Angst vor einem Ungläubigen. Wo sind Sie eigentlich einem Ungläubigen? Das habe ich. Wir stehen hier als zwei Ungläubige hier. Herr Schulz, ich habe das herausnehmen lassen, das hat man missverstanden. Gut. Okay. Gottes Barmherzigkeit umfasst alle. Es gibt im Islam keinen Ungläubiger übrigens. Jeder trägt in sich ein göttliches Gesetz. Es gibt Gottvergessene. Tötet die Ungläubigen, wo ihr sie trefft. Das steht doch im Koran drin. Ich habe den Koran zu Hause. Darf ich das klarstellen? Mit der Angst möchte ich nur das klarstellen. Wir haben natürlich mit Frau Köhler vor der Sendung geredet und Sie haben gesagt, Menschen, die nicht glauben, machen ihnen Angst. Das haben wir dann verwendet. Sie haben es rausnehmen lassen, ist ja in Ordnung. Aber diese Angst gibt es ja auch bei Frau Kubi. Sie sagen ja auch, Atheisten sind diejenigen, die eben nicht die Welt friedlicher machen. Ich möchte jetzt den Punkt aufnehmen mit der Kriminalgeschichte des Christentums. Ist ja nicht der Mensch neigt dazu, dass er in seinem grenzenlosen Egoismus Verbrechen begeht. Zu allen Zeiten und immer. Das ist die Natur des Menschen und darüber hat die katholische Lehre sehr klare Auffassung, dass der Mensch ein Sünder ist. Und er hat einen Weg dafür, wie er sich davon befreien kann. Jetzt haben Sie die Entscheidung getroffen, zu sagen, ich kapriziere mich auf die Kriminalgeschichte des Christentums. Sie schauen nicht den ganzen anderen Weg an, dass diese Kultur geschaffen worden ist durch Christentum. Ich war vorhin gerade im Kölner Dom und habe für diese Sendung gebetet. Dieser Kölner Dom ist nicht gebaut auf einer Projektion, sondern die ganze europäische Kultur baut nicht auf Lüge auf, sondern sie baut darauf auf, dass jemand diesen Geist von den Menschen über 2000 Jahre inspiriert, die
diese herrlichen Werke schaffen. Ich muss noch was weiter sagen. Sie müssen vor allem zur Gewalt Stellung nehmen. Ist das die Kehrseite der Medaille, die wir akzeptieren müssen? Oder was ist das dann? Die Kreuzzüge, die Auseinandersetzung zwischen den Katholiken und den Protestanten, die ebenfalls blutig war? Das ist furchtbar. Das ist alles schlimm. Mhm. Aber es ist eine vollkommen... Die Ideologien, die eine Utopie hier schaffen wollen, die das Paradies schaffen wollen, die haben zu den allerfurchtbarsten verbrecherischen Regimen geführt, nämlich dem Stalinismus und den Nazis. Und es ist ein demagogisches Argument, wenn Sie plötzlich mit Stalin das Wort Evangelium in den Mund nehmen. Es sind die atheistischen Regime. Mao Zedong war der größte Massenmörder aller Zeiten, Atheist, Stalin, unendlich viele Millionen dazu. Und sie haben es nie bereut, es gehört zu ihrem System. Johannes Paul hat im Jahr 2000 vor der ganzen Welt Stellung genommen und um Vergebung gebeten für die Sünden der Kirche. Und die Kirche lehrt nicht, dass wir mit Gewalt, sondern sie lehrt den Frieden. Heute ist das Evangelium, wie Sie, Herr Bischof, gesagt haben, liebet eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Das ist der höchste Anspruch, den man überhaupt haben kann. Das heißt, ich bete für Sie, weil Sie das Kostbarste im Begriff sind, zu zerstören, was für mich kostbar ist. Und mich in eine Ecke stellen, die Leute, die glauben, die erstaunlich ist. Ich kann mal was zur Gewaltgeschichte sagen. Ja. Kriminalgeschichte, das ist ja ein bekanntes Stichwort. Ich möchte auch gar nichts beschönigen. Ich möchte das, was Frau Kubi sagte, noch einmal benennen. Der Papst hat selber gesagt, dass es vieles gibt, was mit dem Geist des Christentums in der Kirchengeschichte nicht vereinbar war. Er hat eine Entschuldigung ausgesprochen und um Vergebung gebeten und alle aufgerufen, dass solche Dinge nicht mehr passieren. Dieses Religionssystem, wenn ich das so einmal so nennen darf, ist lernfähig. Johannes Paul II. War im Zusammenhang mit dem Irakkrieg derjenige, der die größte Friedensbewegung der Geschichte angeführt hat. Das möchte ich nur einmal deutlich sagen. Und das kann auch niemand bestreiten. Krieg ist für uns als Christen, Gewalt ist für uns als Christen kein Mittel in irgendeiner Weise. Und das gehört zum Kern der christlichen Botschaft. Darf ich einmal einen Namen nur, dass Sie den mit aufnehmen in dem, was Sie sagen über den heutigen Anspruch des friedlichen Christentums, sage ich nur den Namen George W. Bush Jr., der im Namen Gottes sehr wohl Krieg führt. Ist das in Ordnung? Ich billige das, was der Präsident der Vereinigten Staaten sich so motivierend verhält, überhaupt nicht. So, und die Frage ist doch die, gäbe es keine Religionen, gäbe es keinen christlichen Gott, könnte sich George W. Bush auch nicht auf den berufen? Ist das ein Argument, das Sie gelten lassen? Nein, das kann ich nicht gelten lassen. Man kann natürlich immer alles instrumentalisieren. Man kann jede Ideologie instrumentalisieren für die eigene Macht und so weiter. Ich möchte noch eines sagen. Es gibt nicht nur eine Kriminalgeschichte des Christentums. Es gibt eine Liebesgeschichte des Christentums, die sich vor keiner anderen Religion, vor keiner anderen Weltanschauung auch nur verstecken muss. Sondern ich würde einmal alle Religionen der Welt und alle Ideologien oder was auch immer aufrufen, in einen Wettbewerb einzutreten, wer denn mit der größten Fähigkeit und Entschlossenheit, die Menschen zu lieben, ihnen solidarisch beizustehen, hier mithalten kann. Es gibt die große Ringparabel des Lessing, der sagt, der Ring der Wahrheit soll an die Religion gehen, die am meisten liebt. Da habe ich viele Beispiele. Das geht jetzt nicht, weil ich das nicht ausführen kann. Geht auch nicht, das stimmt. Ja, das stimmt, Kern ist aber, glaube ich, klar geworden. Mit dem Christentum ist die Liebe, die Barmherzigkeit, die Feindesliebe, die Ablehnung der Gewalt in unsere gesamte Kultur eingestiftet worden. Dass es trotzdem im Namen des Christentums Gewalt gegeben hat, das konzidiere ich und wir haben uns auch dafür zu rechtfertigen und nehmen das auch als Lernprozess hin, dass wir uns in dieser Weise nicht mehr verhalten. Herr Schulz, darf ich Sie dazu hören, zu dem Verhältnis von Religion zu Gewalt?
Ja, also ich kann es so nicht stehen lassen. Ich würde es gern so stehen lassen. Aber wissen Sie, wir haben ja gerade ein Ereignis hinter uns, dass unsere säkular denkenden Menschen geradezu die Wut in die Augen getrieben hat. Das ist der Auftritt des Papstes, Ihres Papstes in Brasilien gewesen, der so getan hat, als er dahin kam und sagt, die eigentlichen Morde an den Indios hätten gar nicht stattgefunden. Der Suizid, der Genozid der Indios in Südamerika ist größer gewesen als der gesamte Holocaust der Juden. Mhm. Und wenn sich jetzt ein Papst hinstellt und sagt, mit weißen Kleidung, und das war alles gar nicht, ihr wolltet das ja so, ist ja rausgetrieben worden von den Leuten, die gesagt haben, das wollten wir alles gar nicht so. Mhm. Mit ein bisschen sagen, ach, das tut uns leid, ist ja diese Geschichte der Spanier damals, der spanischen Kirche, nicht erledigt. Denn gleichzeitig, bitteschön, was Sie gar nicht wissen, haben die Spanier 500.000 Mauren und Juden gleichzeitig zu der gleichen Zeit der Entdeckung Amerikas in Spanien umgehauen mit dem sogenannten Christusschwert. 500.000 Menschen, ich sage mal, würden wir gerecht sein, müssten wir heute noch die Spanier und einschließlich ihrer obersten Kirche vor das Den Haager Kriegsgericht bringen und sie fragen, was habt ihr da gemacht? Das ist das Erbe der katholischen Kirche immer wieder gewesen. Und wir lassen uns überhaupt nicht einreden, als das ist jetzt 500 Jahre her, als sei immer Liebe von der Kirche geübt worden. Nie ist es geübt worden. Die einzelnen Menschen, die einzelnen Orden, Menschen wie Franz von Assisi und seine Gefolge haben in der sozialen Schicht der Menschen ungeheuer gewirkt. Jesus Christus hat ja überall noch, Jesus von Nazareth hat noch Wirkung gehabt, wo normale Menschen waren, wo die Kirche war. War immer Gewalt. Und genauso ist es im Islam gewesen. Der Islam hat gewütet durch die Jahrhunderte durch, hat sich eher dasselbe in die Köpfe eingeschlagen, von Anfang an bis zum Schluss. Muss ich wirklich was sagen. Ich glaube, ich brauche nicht meine Religion zu verteidigen. Das würde ich nicht tun. Nur, Sie haben eben von Lessing gesprochen. Hm. Wissen Sie, dass er ein Bewunderer des Islam war? Die Aufklärer, sei es Goethe, Herder, alles Leute, die eben mit diesem Christentum, ich will nicht Christentum verletzen oder so, Schwierigkeit hatten, waren gleichzeitig eben Bewunderer mehr oder weniger des Islam. Das ist übrigens, Herr Fürst, ich muss Ihnen sagen, von den jüdischen Archiven kann man lesen, unter Islam oder unter Christentum, wie sie gelebt haben. Im Vergleich zu den anderen Religionen ist wirklich Islam der toleranteste gewesen. Muss man gerecht sein. Und es ist auch so, Muslim sein ist auch kein Dogma, sondern Islam setzt eine Bildung voraus, eine Rechtleitung. Jeder Mensch ist von Natur aus ein natürlicher Muslim, er muss aber ein freiwilliger Muslim sein. Frau Köhler, in Kulturkreisen, an alles einem verwahrlost anderen sind, Punkt schon. Alles durch die Politik eben verwahrlost worden sind. Das nur als Maßstab nehmen, da muss man wirklich die Gründe suchen, wenn man natürlich immer der Religion schiebt, die wahre Gründe weiß man dann nicht mehr. Das ist denn Politikverwahrlosung, Unterdrückung gewesen. Es ist trotzdem Gewalt legitimiert der Islam bestimmt nicht. Aber die Frage ist doch die, wenn man in die Gegenwart kommt, warum reden wir denn heute über Religion? Wir reden heute deshalb über Religion, weil es eine Art von Boom gegeben hat in der christlichen Glauben, das haben Sie auch gesagt, vielleicht auch ausgelöst durch das Sterben des einen Papstes, durch die Wahl des anderen Papstes. Gleichzeitig gibt es eine größere Angst vor dem Einfluss der Religion auf unser heutiges Leben. Einfach nur, um diese Diskussion zu führen, wie viel Macht sollen die Kirchen, die Religion in der heutigen Gesellschaft haben, nehme ich nochmal ein Beispiel und gehe auf das Beispiel der sogenannten Blasphemie. Das gibt es nicht nur, so wie wir es kannten im Karikaturenstreit, sondern das gibt es natürlich auch als Tatbestand gegenüber der christlichen Kirche. Bis in die 60er Jahre war Gotteslästerung strafbar, dann wurde Gott im Text gestrichen. Auf alle Fälle aber kann und muss der Staat durch das Strafrecht darauf dringen, dass die Religion und das wesentliche Objekt religiöser Verehrung nicht beschimpft, verspottet oder verunglimpft wird. So wurde es beschlossen. Doch ob Popstar Madonna als Gekreuzigte, Jesus Christus als Kunde bei einem Möbelhaus, wie hier in einer Fernsehsatire, oder das Abendmahl als erotisches Werbemotiv,
Religiöse Symbole sind Spott und Ironie ausgesetzt. Freiheit der Kunst oder strafbar? Das Strafgesetzbuch kann im Zweifel ahnden, wenn sich Gläubige verletzt fühlen. Wer öffentlich den Inhalt des religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnisses anderer beschimpft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Bischof Fürst, der Paragraph 166 Strafgesetzbuch, wenn man das jetzt mal anwendet auf beispielsweise eine Satirezeitschrift wie die Titanic, das war eine Auseinandersetzung, die um diesen Jesus Christus ging, der spielt Jesus noch eine Rolle. Es gab den Lattengustel, es gibt alle möglichen Formen, sich damit auseinanderzusetzen und es gibt eben noch diesen Paragraphen im Strafgesetzbuch. Ist das wirklich noch in dem Sinne zeitgemäß oder anders noch gefragt, haben Sie das Gefühl, gerade in den letzten Jahren ist es so gewesen, dass tatsächlich auch das, was an Blasphemie früher so benannt worden ist, nochmal heute als ein größerer Straftatbestand angesehen wird, aufgrund des religiösen Booms? Also wir haben, wenn wir gegen entsprechende blasphemische Darstellungen Einspruch erheben oder protestieren, hatten wir noch nie, wenn ich recht sehe, irgendeinen Erfolg, weil immer mit dem Argument der Freiheit der Kunst, der Freiheit der Meinungsäußerung, dann zurückgewiesen worden ist. Ich verstehe, dass in einem pluralen Staat, zu dem ich voll und ganz stehe, jeder auch das Recht hat, seine freie Meinung zu äußern, auch Kunst natürlich zu produzieren oder künstlerisch tätig zu sein. Aber ich möchte einfach auch mal appellieren, ob es nicht auch ein selbstbestimmtes, vernünftiges Verhalten ist, wenn man sich entschließt, andere Menschen in ihren religiösen Gefühlen nicht so zu traktieren, dass sie dann aggressiv werden und dann eben zu solchen Exzessen kommt, wie es im Zusammenhang mit dem Karikaturenstreit kommt. Da sind Sie einer Meinung, Herr Schulz? Aber hundertprozentig. Ich glaube momentan Folgendes. Die Atheisten sind von den Christen sehr diffamiert worden, durch Jahrhunderte hindurch. Es ist völlig falsch, wenn die Atheisten jetzt zu Wort kommen, dass sie mit den gleichen Mitteln so etwas tun. Ich würde so etwas nie benutzen. Das würde ich, kann ich gar nicht, weil ich sage, ich achte ihre persönliche Glaubensmeinung. Dann würde ich mir selber sowas auf jeden Fall verwehren. Ich kann zwar verstehen, dass unsere jungen Atheisten mal richtig draufschlagen wollen. Das ist in Ordnung. Ja. Aber ich selber komme von einem total philosophischen Ansatz her und würde mir solche Mittel allein einfach nicht mir, sondern Ihnen gegenüber auf jeden Fall sagen, das täte ich nicht. Mit Ihnen würde ich nächtelang furchtbar streiten wollen, aber so nie auf dieser Ebene, dieser verzweifelten oder geradezu auch Sie diffamierenden Art und Weise, das täte ich auf keinen Fall. Mhm. Rate meinen jungen Freunden auch ab, da zu weit zu gehen. Denn auch in einer Kritik, je schärfer sie ist, muss die persönliche Achtung eine Rolle spielen. Da würde ich Herr Schmidt-Salomon ist anderer Meinung und da er anderer Meinung also ist, muss ich Ihnen einmal ganz kurz dazu fragen. Sie korrigieren. In meinem Fall konnten Sie zuschlagen mit dem Paragraph 166, ist schon ein paar Jahre her. Was haben Sie denn gemacht? Ich hatte ein Stück, ein Musical geschrieben, das verboten wurde, mit diesem Paragraphen, 166 Strafgesetzbuch. Ich möchte aber auch, und da haben wir mal endlich eine Differenz, wirklich eine Lanze brechen für die Streitkultur der Aufklärung. Streitkultur bedeutet, dass man das aushalten kann, dass man auch Witze machen kann. Und das war schon immer ein Aspekt der Aufklärung. Voltaire hat sehr scharfe Satire gemacht. George Cross, großer Künstler, Max Ernst, hat entsprechende Sachen gemacht und das ist unsere Comedians und das sind nicht die schlechtesten, machen das. Jürgen Becker, ist er hier im Ersten? Ich weiß gar nicht. Zumindest in der ARD. Der macht ein sehr gutes Programm über das Thema Glauben und das löst viele Blockaden auf. Nietzsche hat mal gesagt, Lachen tötet. Lachen tötet nämlich die Angst Zustände, die Menschen eben haben, wenn sie in einem dogmatischen, autoritären Glaubenssystem sind. Ich denke, dass sie einen relativ liberalen Glauben haben. Vielleicht können sie damit besser umgehen. Aber es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir die Waffe der Satire benutzen können. Es ist eine Waffe, die auf einer sehr freundlichen Art und Weise Menschen das Angebot gibt. Ja? Wo sind wir denn heute? Denkblockaden aufzuheben. Ich spiegle mal eine mögliche Aktion eines Bischofs. Also Idomeo wurden die großen Religionsstifter geköpft. Das ist die Opernaufführung in Berlin, die so viel Aufsehen erregt hat, weil am Ende dann die Köpfe eben von Mohammed, von Jesus, von Buddha
auf einem Stuhl sitzen. Und alle haben es als großes Zeichen ihrer Liberalität angesehen, als Ausweis, nun demonstrativ hinzugehen und sich das auch anzuschauen. Ich habe nichts dagegen, wenn das in der Oper geschieht, aber dann auch noch die Art und Weise, dass man meint, das sei jetzt die größte Demonstration einer Liberalität und einer Freiheit, dass man das ausgerechnet als etwas besonders Bedeutsames in der Kunst anschaut. Das kann ich so nicht verstehen. Ich sage Ihnen mal Folgendes. Ich würde bei mir im Gottesdienst eine Inszenierung machen, wo ich Voltaire an den Haaren hochhalten würde und als Bischof dem Voltaire den Kopf abschlagen würde. Ich wollte mal sehen, wie die Öffentlichkeit darauf reagiert. Ich glaube nicht, dass sie mir diese Art und Weise der Satire oder der künstlerischen Inszenierung in gleicher Weise nicht nur verzeihen, sondern noch als Ausdruck einer besonderen Fähigkeit hier zu provozieren nachsehen wird. Es wird da auch mit unterschiedlichen Maßstäben gemessen. Unterschiedliche Maßstäbe bei Islam und Juden, da würde niemand, auch ich möchte mal gerne eine Polemik von Ihnen sehen oder eine Karikatur gegen die Juden und den Islam in unserem Land, gegen das Christentum einzuschlagen, ist billig und leicht für jeden zu tun. Ja? Und dann werden Künstler geehrt, die Gedärme ans Kreuz schlagen, kriegen ein Museum. Das ist, weiß ich nicht, ob eine Kultur das wirklich weiterbringt. Ja, ja, also ich kann Ihnen da versprechen, im September kommt ein Kinderbuch raus, das heißt, wo bitte geht's zu Gott, fragte das kleine Ferkel. Und das ist sehr schön illustriert und es behandelt alle drei großen abrahamitischen Religionen gleichermaßen. Die Frage ist doch nicht, wer diffamiert wen, sondern welche Rolle hat der Staat darin? Das ist doch die eigentliche Frage. Also, dass es einen Streit gibt zwischen Leuten, die glauben und solchen, die nicht glauben, zwischen Leuten, die an den Islam glauben und denen, ist ja das eine. Wir haben darüber geredet, ob es Kriege gibt. Die andere Frage ist, was macht denn der Staat in dieser Frage? Ich nehme jetzt ein anderes Beispiel, das ist Janosch. Ja. Janosch, der eigentlich im Prinzip bei Kindern wie Erwachsenen sehr beliebt ist. Das ist eine Karikatur, wo Janosch die Taufe, ja, ich sage jetzt mal kritisiert, Edmund Stoiber hat daraufhin gesagt, Janosch sollte aus den Kinderzimmern und aus den Schulzimmern entfernt werden und verboten werden. Sind wir denn jetzt wieder dabei, dass der Staat anfängt, sich die Sache der Kirche zu seiner eigenen zu machen? So, Herr Schulz. Nee, Bruce, heißt da, sage ich, Herr Stoiber soll da gefälligst seinen Mund halten. Ich sage es ganz grob. Der hat in unserem Staat als Religionshüter gar keinen Auftrag. Und das wehre ich mich dagegen. Und ich bin zwar, wie gesagt, der Meinung, dass überhaupt in unserer Gesellschaft zu leicht mit angeblich witzigen Dingen Grenzen überschritten werden. Grundsätzlich, das hat gar nichts mit der Religion zu tun. Ich glaube, dass wir da zeitweise Dinge durchaus als angeblich künstlerisch definieren, womit ich mich nicht dagegen wehre, dass junge Atheisten praktisch etwas schärfer zur Sache gehen, die bereits und dann deutlich machen, dass Dinge auch oftmals mit Satire nur aufgedeckt werden können. Da sind wir sofort solidarisch. Ja, absolut. Aber wo ist müssen ja keine Atheisten sein, um sowas zu machen. Wo ist die Rolle des Staates? Wenn wir uns das jetzt anschauen, die Frage, das ist ja sehr klug von Janosch gemacht, denn das wissen ja die wenigsten, in der Taufe ist ja schon der kleine Exorzismus. Ja? Und die Frage ist ja, ist das wirklich ein so schlimmes Bild gewesen? Oder deckt es etwas auf? Eine wahre Satire deckt ja Dinge auf, die sonst nebulös verdeckt sind. Es geht halt an der Sache vorbei, weil überhaupt nicht das leiseste Ahnung und Verständnis dafür da ist, was Sakrament ist. Ja, das heißt, dass durch das sakramentale Handeln der Kirche der Mensch mit der Gnade Gottes verbunden wird, was sie nicht glauben. Ja, und ein Schutzzauber gegen Satan. Aber was Menschen glauben dürfen. Und ich möchte Ihnen dazu was sagen, wo gerade von Taufe die Rede ist. Ich bin vor 10 Jahren katholisch geworden, bin ja durch allerhand Stationen vorher gegangen. Ich habe 3 erwachsene Kinder, die sind 23, 25 und 28. 2 wollten 2000 getauft werden, weil sie ein eigenes Gotteserlebnis hatten. Und der Älteste, der ein erfolgreicher Jungunternehmer ist, ist auf dem Weg zur Taufe. Nicht, weil ihm seine Mama gesagt hat, liebes Kind, werde doch katholisch, sondern weil auch er eine Wahrheitssuche in sich hat und weil er vor allem sieht, die Menschen sieht, die Menschen kennenlernt, die den Glauben leben. Und das heißt, die sind daran bestrebt, die nach Wahrheit und dem Guten sich auszurichten. Und das ist überzeugend. Jetzt und das tut die Religion auch. Ebene.
sprechen. Ebene. Also wenn wir wirklich über Wahrheit sprechen, dann muss man doch eingestehen, als ein religiöser Mensch, dass sich diese religiösen Heilserzählungen fast in jedem Punkt getäuscht haben. Sie gingen davon aus, Sie haben Giordano Bruno Stiftung, heißt unsere Stiftung. Sie haben Giordano Bruno verbrennen lassen, weil er etwas schon damals erkannt hat, was richtig ist. Weil er die Gottessohnschaft Jesu geleugnet hat. Ach. Und deswegen ist er verbrannt worden. Nein, er ist aus verschiedenen Gründen verbrannt worden. Aber es geht mir jetzt darum, dass ich kann es nicht verstehen. Sie haben einen Glauben, der jeglicher wissenschaftlichen Erkenntnis völlig widerspricht. Sie glauben an einen Schöpfer. Wieso glauben Sie an die Wissenschaft? Warum? Ist auch ein Glaube. Ja. Sie benutzen technische Apparate. Wir sitzen hier in einem Studio, das nur auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnis, rationaler Logik und Empirie geschaffen werden können. Und in Ihrem ganzen Alltag nutzen Sie diese Technologie, die aus der Aufklärung erwachsen ist. Moment. Und jetzt ist das Problem. Wir bedienen diese Technologie mit weltanschaulichen Mythen aus einer archaischen Hirtenkultur. Und das funktioniert auf Dauer nicht. Wir verhalten uns wie Fünfjährige gegen die Dschungel. Ihre Gedanken sind schon längst veraltet. Das glaube ich. Die heutige Bei Ihnen, moderne... aus Ihrer Perspektive. Nein. Ja, Sie glauben nicht, dass Evolution stattgefunden hat. Ich verstehe das Argument gar nicht, Herr Schulz-Salomon. Die Naturwissenschaft ist sehr bemüht. Mhm. Und das sind Leute... Wir sind kleine Leute dagegen. Heisenberg, Planck und so. Wir versuchen, die naturwissenschaftliche Erkenntnisse mit der Religion verbinden. Also, weil diese Aufklärung wunderbare Richtung gewesen. Ja. Aber jetzt ist die Aufklärung der Aufklärung. Jetzt bin ich an einem interessanten Punkt. Denn die Technik, was sie denn geschafft haben, weil das Subjekt und Objekt getrennt worden ist, weil die Welt einfach mechanische Sache geworden ist, was ein gläubiger Spuren Gottes da rein sieht und sehr behutsam mit der Natur und Schöpfung umgeht. So, ich möchte zurück. Jetzt haben wir den Gott der Technik, die Menschheit vernichtet. Dann nutzen Sie ihn das nicht. Das ist sehr wichtig. Wissen Sie, wenn Leute nur die Technik benutzen würden, die aus Ihrer Tradition kommen, dann hätten wir das Problem des Atomstaats Iran nicht. Aber was ist denn das für ein Argument, dass es Technik gibt, deswegen gab es Gott nicht geben. Es versteht ja keiner mehr was. Wir waren an einem anderen, wir waren auf einem anderen Punkt, aber vielleicht ist der Punkt interessant. Nein, wir sind auf dem hat mit Rationalität wenig zu tun. Darf ich auf meinen Punkt zurückkommen? Möchte etwas diese Rationalität einklagen und darum bitten, der Punkt war ein anderer. Der Punkt war nämlich der, wie viel Macht haben die Religionen und die Kirchen in der heutigen Zeit. Aber vielleicht ist ja das ein interessanter Punkt, weil wir nämlich erleben, dass nämlich in Amerika beispielsweise die Kreationisten, die der Evolutionstheorie widersprechen, auf dem Vormarsch sind. Die sagen, das darf in den Schulbüchern nicht gelehrt werden, was Evolutionstheorie ist, weil es widerspricht dem biblischen Glauben. Deshalb nochmal die Frage, die Atheisten, gerade in Amerika, werden gerade stark. Werden sie deshalb stark, Herr Schulz, weil sie das Gefühl haben, die Religion überwuchert wieder zu sehr das säkulare Leben. Wissen Sie, ein Atheist, ich sage es mal so ganz dezidiert, interessiert eigentlich gar nicht, was die Kirche sagt. Auch nicht, was der Islam sagt dann. Das sowieso hat schon. Hat keine Kirche. Auch der, was die Islam sagt. Wissen Sie, schulden Sie vielmals, eine Menschheit, eine islamische Menschheit, die am Tag mehrmals auf die Knie fällt und das einzige schreit, Allah ist mächtig oder ist groß. Das ist für mich... Wir sehen es ständig. So, ich möchte etwas, damit das überhaupt einen Sinn ergibt, unsere Diskussion aus meiner Sicht etwas total versachlichen. Ich möchte einfach mal sagen, was macht einen Atheisten aus? Wäre vielleicht ganz interessant. Die Satire ist ja nur ein Angriffsmittel. Aber wofür eigentlich? Um zu Inhalten zu kommen. Und da sage ich mal, ich will Ihnen mal fünf Punkte benennen, die ich in meinem Buch sehr ausführlich darstelle, indem ich sage, was macht eigentlich Atheismus aus? Wir waren eigentlich in der Diskussion gerade. Ja, da bin ich auch gerade bei. Ich finde, wir haben so viel über Religion gesprochen, dass man jetzt auch das Recht haben darf, einen Augenblick zu sagen, bevor wir auseinandergehen, was denn der Atheist eigentlich für Grundsätze hat, damit man überscheiden kann, ob das sinnvoll ist. Schon lange bevor es die Kirche gegeben hat, 500 Jahre. Sie müssen es aber kurz machen. Wenn es fünf Punkte sind, müssen Sie es eigentlich stichwortartig machen. Es tut mir leid. Hat die atheistische Denken die Demokratie entwickelt?
Die Demokratie gründet auf atheistischem Denken im Griechentum. Schon lange bevor sie über Punkt 1. Das Griechentum ist doch nicht atheistisch. Das ist der unbewegte Beweger Sokrates. Oh, wie kann man denn sagen, es ist atheistisch? Wie kann man denn sagen, darf Herr Schulz das einmal zu Ende bringen, damit wir dann wieder genau weiterreden? Nein, Moment. Es ist doch absolut nicht atheistisch. Passen mal auf, es gibt so vor Aristoteles selbst schon eine Philosophie. Und der Grundsatz ist, dass die Naturphilosophen des Griechentums praktisch und Solon eine Demokratie geschaffen haben, als Gleichheit aller Menschen untereinander. Nie ist die Kirche so schaffen, gibt es in der Kirche überhaupt gar nicht. Es geht gar nicht, denn Kirche ist immer Theokratie. Gott ist der Höchste, alle anderen. Alle gleich. So, alle ja, eben. Gleich. Als Untergeordnete, Gehorchende und Dienende. Das Zweite ist, es gibt, bevor es Christentum gibt, 500 Jahre, eine brillante Ethik innerhalb des Griechentums. Das gipfelt in dem Begriff Humanismus, den nicht, oder Humanität, den nicht die Christen erfunden haben, sondern der große Cicero erfunden hat. Und von Sokrates über Aristoteles bis ins Epikur. Das ist die große Mannschaft der nicht-christlichen Atheisten in der damaligen Zeit vor Christen gewesen, die praktisch Herr Humanismus Schulz, ich erfunden haben. Muss sie doch jetzt an Stelle, weil wir einfach, wir haben eine begrenzte Sendezeit. Ich möchte, ich weiß, Sie sagen Demokratie, Humanismus, Hedonismus, ein kontrollierter. Das sage ich. Dann haben kontrollierte, die Freude am Leben ist ein ganz wesentliches Merkmal an Atheisten, der das Recht hat, so dieses Leben wahrzunehmen. Ich muss jetzt an dieser Stelle trotzdem... Ich bin aus der Kirche, ich weiß, ich komme von der Kirche. Ich weiß, was dort verkündet wird, Herr Bischof. Sie brauchen mir nicht noch... Das ist alles Karlauer, was Sie sagen. Das ist alles nicht an... Ich habe Freude am Leben. Und zwar deswegen, weil ich nicht nach Genuss strebe, sondern der Genuss kommt zusätzlich, gelegentlich. Aus Jesus Christus wahrscheinlich. Nein, ich freue mich am Leben. Aber ich habe durch den Glauben wirklich Freude gefunden. Und es ist vollkommen anderes zu hören. Als meinem Trieben nachzugehen. Ich habe Ihre Lebensgeschichte bewusst nicht hinterfragt. Ich habe Sie stehen lassen. Ich hätte schon fragen wollen, wie engagiert Sie gewesen sind, als damals bei den 68ern. Wie total engagiert Sie gewesen bei den Esoterikern. Da war ich Mitläufer. Und dann bin ich... Gut, ich habe das nicht getan. Das ist nicht der Punkt der Sendung. Wir sind jetzt fast am Schluss der Sendung. Eigentlich. Aber die Frage der Sendung war, ob es einfach zu viel Macht gibt der Religionen in der Sendung. Wer ist denn im Moment eigentlich mächtiger? Die Atheisten mit ihren Haltungen in der Demokratie oder sind es die Christen, mischen die sich zu sehr ein oder die Muslime in das, was ein Staat ist? Darf ich darauf eine Antwort bekommen? Und zwar? Ich würde gerne auch etwas im Hinblick auf Rolle da des Christentums oder der Religionen für einen modernen Staat sagen. Sie kennen das Diktum von Bückenförde. Die Demokratie lebt von Voraussetzungen, die sie sich selber nicht gemacht hat. Die sie ich habe doch kein Wort von Herrn Bischof. Die Demokratie lebt aus dem Bewusstsein der Emanzipation des Einzelnen und der Menschen. Ich möchte... So ist es. Darf ich kurz noch zu Ende bitte reden? Und Sie nehmen alles in Ihren Obhut, was andere erfunden haben, die Menschenrechte, die Demokratie, alles das behaupten Sie, Sie hätten es erfunden. Sie haben es überhaupt nicht erfunden, sondern bekämpft als Kirche. Bis zum Schluss. Niemand redet so klar von der Würde des Menschen wie die Kirche. Niemand. Wir reden nur konkret über die Würde zum Beispiel homosexueller Menschen. Dann haben wir doch ein konkretes Thema, dann ist es nicht so abstrakt, weil hier sind hier viele... Und die viele Kirche spricht in die Würde in keiner Weise ab. Aber natürlich. Nein, sie spricht in die Würde in keiner Weise ab, aber sie hat einen ganz wichtigen Vertreter in der Geschichte. Aber die sexuellen Selbstbestimmungsrechte nehmen sie nicht ernst. Wir gehören ja auch zu den Menschenrechten dazu. Jeder kann leben, wie er will. Nein. Aber ich habe was dagegen und die Kirche hat auch was dagegen, wenn gesagt wird, die Kinder müssen in der Schule, wir wollen gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften, dafür wird übrigens der Kardinal, der Erzbischof in Italien, der dagegen kämpft, mit Pistolenkugeln werden ihm ins Haus geschickt und er muss die Messe mit Leibwächtern führen. Das ist die Art, wie da die Interessen durchgesetzt werden. Die Kirche erkennt die Würde jedes Menschen an, auch jeden Sünders. Das ist ja das Wunderbare. Ja. Nur die Würde des Menschen, der glaubt wie er. Alle anderen hat er verfolgt. Ja, aber ich muss an dieser Stelle diese Sendung beenden, weil sie einfach mit der Zeit durch sind. Ich stelle nur eines fest. In dem Moment, wenn man über Glauben oder Nicht-Glaubensfragen anfängt zu streiten, wird es doch emotional. Insofern, aber ich habe fast den Eindruck, dass es bei den Atheisten noch viel emotionaler wird als bei den Christen. Es ist emotional geworden, um der Gerechtigkeit jetzt
einfach Genüge zu tun mit Ihnen allen in dieser Sendung. Und weil Sie einfach nur mit Vorwürfen kommen, die wir dann gar nicht in der Lage sind. Wir müssen an dieser Stelle einfach das Publikum bitten, uns zu verzeihen, wenn wir weiter diskutieren ohne das Publikum, weil wir am Ende der Sendung sind. Ich danke Ihnen trotzdem, dass Sie für die 75 Minuten den Streit, den Sie sonst im Herzen tragen, einmal in diese Sendung getragen haben. Herzlichen Dank fürs Kommen. So, das war's für diese Sendung. Das war's auch vor der Sommerpause. Wir sehen uns, wenn Sie wollen, wieder am 4. September. Bis dahin ist hier Sommer und jetzt kommt das Nachtmagazin. Ich wünsche einen schönen Abend noch im Ersten. Auf Wiedersehen. So.